Herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Sonic and All-Stars Racing Transformed. Wir machen immer noch die Cups, wir sind jetzt beim Spiegel-Cup angekommen. Wir spielen sie immer noch auf Mitte. Und heute... Ach komm, Bibi Joe, wir haben dich schon so lange nicht mehr gesehen. Ich kam jetzt auch endlich dazu, mal ein bisschen online zu spielen. Das macht wirklich sehr viel Spaß. Also ich kann es wirklich wieder nur empfehlen, holt euch dieses Spiel. So, nach einer kurzen Ladezeit. Kriegen wir jetzt Spiegel. Ja, müsste, weil... Wie wir sehen, die ganze Schrift ist verkehrt. Wir geben jetzt hier Tempo. So, das ist komisch, eine Strecke mal anders rumzufahren. Ich fahre die immer nur so rum. Habe ich nebenbei auch online gespielt. Was nur natürlich schade ist, dass online keine Bots dabei sind. Das wäre sehr schön, wenn das trotzdem hier voll wäre. Also wenn das Spiel das voll machen würde. Aber Bots haben ja immer das Problem, dass sie auch ein bisschen unfair sind. Ja, was sagst du davon, Shadow? Wow, ich weiß gerade echt gar nicht, in welche Richtung ich tun muss. Ja, das ist der Spiegel-Cup. An sich finde ich schon wow. Eher eine lahme Ausrede für Entwickler, um nochmal doppelt so viele Strecken zu machen. Weil irgendwie im Endeffekt sind es dann doch dieselben Strecken bloß spiegelverkehrt. Was natürlich dann schon eine kleine Veränderung macht. Spielt sich dann schon teilweise anders, aber ein paar mehr Strecken. Na gut, ich kann mich bisher nicht beschlagen. Ich hoffe bloß, dass wirklich noch ein paar DLCs kommen. Soweit ich gerade in den Foren gesehen habe, wird Sega auch überlegen, ob sie uns nicht auch noch den Metal Sonic DLC bringen. Oh, ich rutsche nach links. Und hier sehen wir BD Joe's. Oh. Ja, hier haben wir jetzt das Problem gesehen. Ich war nämlich voll auf die normale Reihenfolge eingestellt. Und wollte deswegen links rum. Kugelfisch. Obwohl ich doch klar gesehen habe, na oder eigentlich klar sehen sollte, dass ich in die andere Richtung hätte gehen müssen. Oh, in dem Wasserteil kommt also. Ich hatte nicht mehr zurecht. So, wir fahren mal wieder hier unten durch, weil es cooler ist. Was natürlich auch einfach diese Fun Racer ausmacht, was ich hier bei den Bots jetzt nicht so stark habe. Ich hatte beispielsweise in der letzten Runde, da ich jetzt mal mehr sowieso der Gesprächsstoff ausgeht, erzähle ich euch ein paar Anekdoten. In der letzten Runde habe ich die noch komplett die ganze Zeit geführt. Ich habe zigtausend dieser fernsteuerbaren Fahrzeuge auf meinen Hals gehetzt gekriegt. Das war wirklich nervig. Und... dann ganz kurz vorm Ziel wurde ich von allen möglichen Leuten wieder angeschossen. Ja, wir haben das jetzt hier im Spiegeltrakt jetzt auch freigeschaltet. Da wurde ich auf jeden Fall von allen angeschossen und da haben sie mich doch noch alle überholt und mich auf den letzten Platz gekommen. Sowas gibt es nur bei Funracer. Bereit machen. Was ich finde auch einfach, dass das Spiel etwas spannender macht. 2, 1, los! Ich meine, wenn man jetzt solche Spiele hat wie Burnout, da ist dann wieder was, ist dann noch wieder um dahingehend anders. Den zähle ich schon teilweise eher zum Funracer, obwohl er jetzt keine Items hat, die eigentlich so typisch Funracer sind. Aber einfach, weil man da auch nicht so ein Problem hat, dass der Verkehr doch sehr unberechenbar sein kann und dann manchmal echt Pech hat. Ja, ich wollte gerade sagen, diese Strecke haben wir schon mal spiegelverkehrt gespielt. Ich krieg die trotzdem nicht hin. Ja, schön. Transform Turbo. Ja, Transform Turbo. Drehen uns hier nochmal. Machen wir einen Transform-Turbo. Sehen da vorne den Heavy.
den wir jetzt gerade nicht getroffen haben. Ja doch, den haben wir getroffen, aber das ist nicht so viel gebracht hat. Wir kriegen hier auf jeden Fall einen Transform Turbo. Habe ich gerade richtig gehört? Nein. Ich denke, wir hatten Holster aktiviert. Fuck, ich hab ja gerade vergessen. Transform Turbo! Amy hat den All-Star aktiviert. Fuck, diesmal hab ich zugehört. Feuerwerk! Fire! Transform Turbo! Gute Combo! Das Gute, was mir teilweise bei Mario Kart schon eher fehlt, was hier aber vorhanden ist. Hey, ich hab doch gemacht. Für den Transform Turbo. Okay, jetzt habe ich hier verpennt. Ist ja, dass mir hier angesagt wird, was für Items ich habe. Doppelflip. Transform Turbo. Nicht im Doppelflip. Habe ich sie getroffen? Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Ah, ich muss. Ich bin hier etwas doof dran. Ah, jetzt bin ich hier doof gedriftet. Wir hauen mal den Schwarm nach vorne. Hier können wir so ein bisschen Tempo. Transform Turbo! Gute Combo! Ja, wir haben eine gute Combo. Ah, was war das? Jetzt haben wir auch noch Feuerwehr. Jetzt kann nach hinten noch einen Gump zu treffen. Ja, da hat er wieder nicht reagiert mit meinem Stunt. Erster Platz. Und wir haben den ersten Platz hingekriegt. Das ist doch schön, das ist doch gut. Ne, ich war diesmal relativ leise. Ich weiß auch nicht warum. Und jetzt habe ich auch gesehen, wieder was da gewählt. Verlangsamung durch Zusammenstöße reduziert. Doch, das ist gut, das ist gut. So, Afterburner war nebenbei auch die erste Strecke, die ich mal online gespielt habe. Und jetzt spielen wir sie mal spiegelverkehrt. Ich finde das immer noch eine der guten. Nachdem ich die dann, das war auch, glaube ich, die erste Strecke, die ich mir auf einem YouTube-Video angeguckt habe, weil es mich einfach interessiert hat, wie spielt sich denn Wreck-It Ralph. Und ja, da war ich dann. Und erst war ich enttäuscht, die sah irgendwie nicht so dolle aus. Aber jetzt habe ich sie doch eigentlich ganz doll lieben gelernt. Die ist jetzt nicht gerade unbedingt riesig, aber man braucht jetzt auch nicht so lange Strecken. Der schafft es da. Soll ich vielleicht das nächste Mal auch versuchen? Ja, schade, dann kann ich den Storm Turbo. Hier sehen wir auch mal wieder das fliegende Fahrzeug von BD Joe. Er hat mich ein bisschen an ihn zu stecken. Ich komme gerade nicht mehr auf den Weg. Ja, gut, dass wir den Handschuh hatten. Dadurch haben wir die Kisten kaputt gemacht und abgeblockt. Wir müssen den Shogun und Team Fortress 2 überholen. Ja, Team Fortress eigentlich nur. Okay, Transform Turbo funktioniert beim Fliegen nicht. Na komm, das treffen wir jetzt gar nicht. Ah, wir haben da vorne einen Schwarm. Und langer Schuss und wir haben getroffen. Getroffen. Hier haben wir jetzt gerade irgendwie Tempo verloren. Ja,
Und wir haben das sogar hier reingeschafft. Warum habe ich sonst nie geschafft? Das ist natürlich hier jetzt der totale Vorteil, wenn man das schafft. Nicht der totale, ja doch, ist eigentlich ein Vorteil. Eben weil man dort schneller fahren kann. Also mit dem Flugzeug ist man ja schneller als mit dem Boot oder mit dem Auto. Was dann hier natürlich ein sehr großer Vorteil ist. Wenn es auch nur eine kurze Strecke ist, aber es kann dann schon einen kleinen Unterschied machen. Ja, ihr merkt es jetzt dadurch, dass ihr Stunts endlich gelernt habe, ich auch sehr interessiert bin, Stunts zu machen. Yeah, Treffer nach hinten. Wir haben das Eis. Wir gehen hier wieder weiter. Wir transformieren uns wieder. Und fahren hier ein bisschen. Versuchen hier die Tempoteile zu kriegen. Ja, ach, jetzt weiß ich, warum das Stunt-Trophäe fehlgeschlagen ist das letzte Mal. Wir haben hier einen Transform Turbo. Und hier können wir wieder schweben. Oder fliegen dann so. Autsch. Böser Shadow. So, hier den Handschuh, damit wir sicher sind. Auf einmal. So, genau sowas. Ah, fuck! Nicht gut. Und da kommt Shadow, aber wir schaffen es noch. Im Ziel. Entschuldigt die Flüche. Außerordentlich. Erster Platz. Ergebnisse. Und da sind wir wieder mit unseren Ergebnissen. Wir haben schon 3 Rennen gewonnen. Werden wir das 4. auch noch gewinnen? Ort freigeschaltet. Wir haben auf jeden Fall die Trägerzone jetzt im Spiegelcup freigeschaltet. Und kommen wir nun zu dieser Panzer Dragoon Welt. Gut, ich habe wieder mal fast all meine Münzen verhauen. 3, 2, wir fahren 1, immer noch im X-Sat. Los! Jetzt überholen wir die ganzen doofen Leute wie Gum, Shadow und Team Fortress. Gegen einen Kugelfisch, den wir nach vorne feuern, um Team Fortress zu erledigen. Und hier können wir jetzt den Griff ziehen. Na, Physik denn? Ja, hier habe ich immer noch Probleme genau mit der Driftkurve, wann ich anfangen soll, stark da machen soll. Und natürlich mit einem Drift so ein bisschen mit Wirbel zu machen, weil man ja das dann noch so hin und her balanciert, um nicht zu stark in die Kurve reinzugehen und nicht zu schwach in die Kurve reinzugehen. Und wenn man das dann umdreht, dann kann das schon mal bescheiden sein. Okay, wir müssen den Hotspot doch jetzt loslassen. So, hier können wir weiter. Hier noch ein bisschen Tempo. Wir hauen hier alles Tempo raus, was wir haben. Die Strecke sieht wirklich schon anders aus, wenn man so einen Cup spielt. Oh, der Schwun war ganz weit vorne. Ulala auch, aber die holen wir jetzt hoffentlich rein. Oh, so, schade, ich bin hier nach links. Ich bin wirklich an diesem Panzer-Dragoon-Spiel jetzt doch ein bisschen interessiert. Weil, ja, wie bei den meisten irgendwie, man sieht das dann so unter den Tipps rein. Was ist das? Wo kommt das her? Und was mir hier ein bisschen nicht so sehr gefällt, ja, ich hab die doch abgeschossen. Ihn da. Nö. Dass hier solche Journals fehlen. Also in Teil 1 konnte man noch Biografien nachlesen. Ein guter Sprung. Und sowas fehlt mir hier einfach, weil ich dann doch über einige Charaktere einfach gerne besser Bescheid wüsste, weil auch über einige Strecken. Aber es geht einfach nicht. Weil es sowas gibt und dafür müsste ich dann wieder Wikipedia konsultieren. Das habe ich irgendwie gar nicht so richtig los. Ja, Handschuh, toll. Der bringt mir ja recht viel. Ich hatte auch nicht wieder überholt.
Das kann ich da mal direkt an Shadow weitergeben. Wie ich dann auch im Online-Modus jetzt so ein bisschen gesehen habe, das passt sich meistens immer dem ersten Spieler an. Ich weiß jetzt nicht, was ist, wenn man wirklich die ganze Zeit bloß am Start stehen würde. Oder vielleicht weit vorne, wie was da mit der Brücke, die dann zusammenbricht. Wäre natürlich mal ein interessanter Fall, den wir mal betrachten wollten. Das werde ich vielleicht, aber wahrscheinlich nicht im Rahmen des Let's Plays. Das wäre auch für euch langweilig, das zu sehen. Da bin ich das jetzt mal reingeflogen, wie ich einfach nur dumm rumstehe und darauf warte, dass irgendwas Tolles passiert. Ich versuche noch ein bisschen Turbo zu holen. Hier den Handschuh. Hier noch ein bisschen spritzen. Und jetzt habe ich ihn da. Und wir haben das Ziel erreicht. Wir sind der erste Platz. Ja, BD Joe, wir haben es geschafft. Ergebnisse. Ort freigeschaltet. Wir haben jetzt auch das freigeschaltet. Und wir können hier ruhig nochmal die Siegerehrung ein bisschen anschauen. Wo ist denn Ei-Ei? Ich mag es mal wieder, dass ich hier den Kopf da mal raufhaut. Ach, der war gar nicht dabei. Deswegen waren hier keine nervigen Charaktere. Das erklärt einiges. Und BD Joe freut sich ja richtig. Neuer Grand Prix freigeschaltet. Wir haben einen neuen Grand Prix freigeschaltet. Den, ihr habt erraten, werden wir im nächsten Teil machen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, abonniert doch bitte. Und drückt auf Gefällt mir bei diesem Video. Also, wir sehen uns dann beim nächsten Mal hoffentlich. Bis dann.